Okay. Das hier. Die gottverdammten Kameras. Gerät unzureichend. Ja, ja, du mich auch. Da kommen wir auch nicht durch. Nee. Ethanol. Können wir auch nicht mit. Aber was ist denn Ethanol? Und zu gebrauchen. Leuchtfackel dafür vielleicht? Nee, Medikit. Ethanol, Ethanol, Ethanol. Brauchen wir dafür auf jeden Fall nicht. Dann basteln wir hier nochmal so ein Ding. Können wir noch so eins basteln? Okay. Sehr schön. Ui, das gefällt mir doch schon sehr gut. Nur die Frage ist jetzt halt, ob das überhaupt Sinn macht, die großartig einzusetzen. Können wir jetzt mittlerweile wieder speichern? Ja. Können wir. Danke. So, wo ist jetzt halt so eine Speicherkarte? Schlüsselkarte benutzen. Das sollte jetzt eigentlich rein von der Logik her niemand sein. Ausweiskarte. Ich frag mich gerade, was die bringen. Jetzt mal so ganz allgemein. Rauchgranate. Hui. Ethanol, Sensor und Bindemittel. Ui. Na wunderbar, was können wir mit dem Ding? Also ich weiß, dass es eine Rauchgranate ist, aber wie gut wirkt die denn? Noch eine Rauchgranate. So. Revolvermunition, immer gut, kann man immer gebrauchen. So, die können wir noch nicht benutzen, da liegt nichts. Okay. Da gehen wir nachher hin, meine Schätzelein. Zu dir kommen wir erst später. Schrott. Ja, das hier ist offen, aber da gehen wir noch nicht hin. Da können wir noch was durchsuchen. Schrott und Schrott. Warum auch immer sie das immer mitnimmt. Gerät unzureichend. Oh Gott. Wie auch immer. Zweimal Schrott. Komponente B. Blendgranate. Sehr schön. Wie kann ich denn... Ah, Quatsch. Ich bin immer hier Dingens machen. Rauchgranate, Blendgranate. Du. Okay, alles klar. Also uns fehlt dafür Sensor. Ja. Ja gut, okay. Jetzt wissen wir, wie das geht. Rauchgranate ist, glaube ich, auch erstmal sinnvoller. Sage ich jetzt einfach mal so. Hallo? Oh Gott. Das ist ein Flugschreiber. Was? Was? Nein! Verdammt! Okay. Okay. Konzentrier dich. Unbefugter Zugang registriert. Sicherheitsabriegel. Sicherheitskontrolle wird ausgeführt. Nein! Hier, benutzt das Ding, ich habe keine Ahnung, was es macht. Wie soll denn das heißen? Hallo?
gerade nicht. Wir müssen da hin, ha? Tatenzelle. Yes. Okay. Ein funktionierender Zugangsgenerator. Hacken Sie den Aufzug zu Sixten Communications. Hallo? Ah! Ich verstehe. Callback Code? Ach so! Ach so! Was? Warte mal. So, jetzt. Damit hat angefangen. Dann geht's damit weiter. Und letzten Endes das hier. Zugriff gewährt. Okay. Hier sitzt aber keiner oder so, oder? Nein. Jetzt gehen wir doch da rein, oder? Ja. Da. Möchte ich gerne das hier haben. Signal verloren, willst du mich verarschen? Also gut, da. Dann, wo muss denn? Das hier und das hier. Zugriff gewährt. Sehr schön. Leuchtfackel. Seek some tomorrow together. Oder seek some? Ich weiß auch nicht. Clutter clouds the mind. Das sind doch so Androiden, oder? Our synthetics are built, not created. Ja, ja, Suche. Leuchtfackeln. Nicht an Marshall Waits. Hier spricht Chief Porter von Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Kann doch bestimmt hier nochmal speichern jetzt, oder? Sehr schön. Danke. Okay. Der Scheiß. Das kann nicht wahr sein. Aktivieren Sie Sicherheitsabriegelung. Achso. Ja, dann kommen wir hier da unten ja jetzt rein, bestimmt. Sehr schön. Da. Alles klar, wir fangen an mit dem hier, dann gehen wir über zu dem hier und letzten Endes dann den hier. Zugriff gewährt. Wunderbärchen. Hallo. Sevastopol Link. Also, Chief, die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt, aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch für die Leute, die noch hier sind. Die schlechte Nachricht, wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben und er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur mal warnen. Franco. Freigegeben. Trostlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte. Kann ich mich da umschauen? Ach so. Die Raumstation, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt beim Zehntel der Optimalzahl. Andogramm bestehen leer und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellung für Seeksons kostensparend. Hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen.
Wie konnte es so weit kommen? Und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht an der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefen des Weltalls bezahlen müssen. Ja, haben wir noch Audio? Audio? Dann nicht. Zubehör? Haben wir auch nicht. Gott. Sensor und Bindemittel. Ich kann man nicht gebrauchen. Müll. Zu verstecken halten ist jetzt auch egal. Suche. Komponente B. Ja, Wunderbärchen. Oh. Ah, bin ich lustig. Dude, 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 dude. Die können wir noch gebrauchen. Weg die Scheiße. Hier ist nichts. Aber ich denke, wir müssen da drin noch was machen. Sonst wäre der Raum noch nicht da. Steht jetzt nicht einfach nur so ein Ding da drin herum. Ach, halt doch die Klappe. Da können wir nichts tun, ne? Nüt, 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 nüt. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Das hat ja auch nichts hiermit zu tun, ne? Mit dem Zubehör oder so. Zubehör hatten wir ja keins. Zubehör. Hatten wir nicht. Da unten drin war ja nichts mehr. What the fuck? Wie soll ich denn das jetzt machen? Also ich hing da echt alle 2 Minuten im Spiel. Hier, oder was? Geringe Energie. Weiter nochmal speichern. Warum auch nicht? Ja, würde ich gerne machen. Danke. So. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Dü. Das hier ist nichts. Nix. Gar nix. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ein bisschen. Doch, komm an, halt. Dann nur wieder hier raus. Und das haben wir jetzt halt aufgemacht. Hauptsache es piept. Ich bin mir sicher, wir sind halt irgendwas total vorbeigerannt. Siehste? Abregelung deaktivieren.
Hallo? Bist du noch da oder bist du schon weg? Bitte sei weg. Bitte sei einfach weg. Ich will hier nicht verrecken. Lass mich einfach in Ruhe. Kann ich da jetzt wieder nach oben? Hey, ho. Cool. Okay. Da unten noch irgendwas, was mich irgendwie jetzt hacken kann mittlerweile, oder wie sieht das aus? Das ist hier doch nicht da, oder? Das Vieh ist doch bestimmt nicht hier. Gut, aber ich habe hier die Schritte gehört. Also da können wir uns ja stecken bei Bedarf. Moment. Der hier? Dann. Ja, der. Nein, doch, der war richtig. Und dann der hier. Zugriff gewährt. Sind die anderen jetzt nicht da? Was? Was habe ich denn gemacht? Ich bin nicht da. Einfach nicht da. Lass mich einfach dahin. Nein. Müssen nicht die Haupttür da vorne. Okay, sie ist wieder weg. Das heißt, ich kann da jetzt hin. Schnell, 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 schnell! Schnell! Hier, wo ist es? Das hier? Nein! Der hier. Dann der hier. Und der hier. Sehr schön.